So, weiterkommen geht's weiter mit Halbfinale Kings Pass, ja, genau, FA Cup und dann Leicester und Fulham. Na dann, auf geht's. Ja, ich muss Boniface immer mal wieder draußen lassen. Das ist ein Problem. Das ist halt scheiße. Nee, das war Van Lier mit Leverkusen. Deswegen würde ich halt, wie gesagt, gerne auch die neue Nummer 1 klammern. Im FA Cup steht das Halbfinale an. Welche Mannschaft setzt sich heute durch? Der Fußball-Leckerbissen. Jetzt geht er endlich los. Bleiben Sie dran. Genau. Ein Schritt noch zum großen Finale. Titel Nummer 2 für City soll fallen. Der dritte Titel in den nächsten Tagen. Wenn es in der Liga dann nochmal weitergeht, oder da kommt ein Liga-Doppelpack mit Fulham und Leicester, dann sollen wir da den Titel auch klar machen. Und jetzt sollen wir hier erstmal den FA Cup gegen die Spurs. Letztes Spiel 7:0 für City. Rodri! So kann man mal eine Aufgabe lösen. Dritte Minute, Rodrigo mit dem 1-0 City. Sein Distanzschuss. Nichts zu machen für den Keeper hier mit dem 1-0 für City. Wieder dem letzten Mal schon mit 7:0 nach Hause geschickt die Spurs. City will hier definitiv ins Finale. Mit dem man im Champions League Halbfinale steht. Ich glaube, City wird definitiv in der nächsten Saison Ederson, der ja ein Angebot 38 Millionen von Leverkusen vorliegen hat. Und City möchte ja dann Ramsdale unbedingt holen. Das ist so das erste Transferziel. Und halt auch ein Stürmer. Kolo Muani eventuell, das wäre eine Idee. Aber das ist alles auch erstmal noch Zukunftsmusik. City möchte diesen Titel klar machen. Und das wäre der nächste Schritt gewesen. Sie wollen alles nach Hause fahren. Rodri, die Torschütze. Und wenn der als Foul geht, wenn er nämlich gerade versucht hat, da dran zu gehen, aber Haaland macht es einfach. 2-0. 13. Minute. City will ins FA Cup Finale und die machen pur ernst. So, City macht natürlich Bier und sie wollen hier natürlich die Hausnummer, das Ding nach Hause schicken oder wollen die das Ding so weit, so schnell wie möglich klarstellen, ins Finale einziehen. Erling Haaland, nächster Treffer, City, nicht mal ganze Viertelstunde rum, man führt schon 2-0, man hat alles im Griff, der nächste Ball gewinnt Konaté. Keiner greift ihn an, keiner greift ihn an. Und der Keeper sagt hier, das ist unser. Jetzt kriegt City ihren eigenen Eckball um die Ohren, das ist zumindest der Konterversuch. Das ist ein Konter, das kann eigentlich City ganz, ganz gut hier, diese Situation, Ecke abfangen und kontern. Foden auf Haaland. Haaland! Es gibt da auf jeden Fall mal noch eine Karte oder was? Nee, gibt's nicht.
24. Also die Hälfte der Hälfte ist circa rum. Ja, ich habe da nur den Ball gegrillt. Ja, halt den Fuß fest, kein Problem. Kannst du so machen. Hason. Ach komm, ey, du gibst dem natürlich. Ja, Elfmeter! Fein gemacht, Schiedsrichterchen. Hast du gut gemacht. Gibst so einen scheiß Elfmeter für den Gegner. War nämlich gar nichts. Keeper hält. Ja, da muss man Elfmeter her. Da muss doch Tor fallen. Ich darf doch nicht zu Null ausgehen. Nee, nee. Kulusevski bekommt das geschenkte Tor. Tor für Juventus. Ja, Quatsch, für. Das. Für mich kein Elfmeter. Ganz einfach. Es war kein Foul, war gar nichts. Aber naja, Schiedsrichter sagt gelb und Elfmeter. Man muss ja einen Gegner wieder ein bisschen stark machen. Das ist ja normal bei FIFA teilweise. Dann macht man halt so einen Gegner einfach mal kurz stark. Naja, egal. Alles Thema. Diaz kommt gerade aus der Sperre zurück. Da wird er das, verpasst ja das Rückspiel in der Champions League gegen Juve. City ließ sich sonderhin, gewann hier locker mit 2-0. Und Holland 3-1. Ich hätte zwar gerne wieder zu 0, aber ist halt so. Perfektes Timing bei diesem Schuss. Hier das Tor nochmal. 3-1 heißt es also jetzt. Ja, schön dazwischen gegangen. Kein Foul natürlich. Ach, Real ist tatsächlich sogar raus. Stimmt, die sind gegen die Bayern geflogen. Das heißt, Real Madrid wird es nicht in der Champions League werden. Aber wer? Bayern, Liverpool. Foden. Wir nehmen alles, was kommt. Foden! Bellingham! 4-1. Ja, nur dieses Unentschieden gegen Arsenal setzt unsere Siegesserie ein Ende. Aber trotzdem sind wir wieder dabei. City läuft ungeschlagen durch die Bank. Gut, wenn ich ehrlich bin, wird jetzt die Niederlage von uns. Das war, glaube ich, nur das. War ja nicht das erste Spiel. Es war ja nur die Niederlage gegen Aston Villa zu Hause. Oh, City wechselt schon durch. Mehr Coach. Ah. Jan, der den Elfmeter aus Kraus geholt hat. Bellingham. Kommt nicht zum Abschluss. Bissouma. Ich glaube, jetzt da weggeblieben, weil er wenn er auf nochmal nachgetreten, okay. Mann! Der ist angeschlagen, Leute. Ihr könnt doch nicht einfach rangehen. Pause, ja. Pause. 4-1. Oh, lang! 5-1. Der Dreierpack, da kommt das Tor nochmal. Auch da ist wieder schön zu sehen, die Abwehr hat keine Chance. So einfach, nach der Pause direkt nachgelegt, draufgegangen.
Und dann halt die erste Chance genutzt. Wie gesagt, ein Tor noch in der Champions League im Halbfinale. Und dann wäre dieser 17-Tore-Rekord fällig für City, für Haaland. Sie wollen den Champions League-Titel, ganz klar. Nochmal, wir wollen alle Titel. Rashford, Champions League im Halbfinale, in der Liga kurz davor. Bellingham, Sujic. 6-1, 56. City legt den nächsten Treffer nach. Locker und flockig, vorbei. Wie gesagt, Champions League Halbfinale, Liga kurz vorm Titel. Liga-Pokal haben sie schon geholt. Ja, und auch in der MLW Cup sieht es nach Finale aus oder sehr, sehr stark nach Finale aus. Deswegen werden wir jetzt auch drei Wechsel gleich ziehen. Oh, doch noch der Treffer für die Spurs. Laurent. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance noch klasse pariert. Aber klar, wir durchaus wechseln mal ein bisschen. Aber 6-2, also 6-2 oder 6-1 gewinnt es mal auch wurscht. Aber zu 0 ist halt immer besser, aber nur das klappt halt leider sehr, sehr selten. Es gab schon Spiele, da habe ich echt kaum noch was zugelassen. Viele Spiele zu 0 gewonnen, mittlerweile gar nichts mehr hier bei den neuen Teilen. Sujic, Treffer, 7-2 City. Also für die Spurs ist gegen City überhaupt nichts zu holen. Ich glaube, da gab es irgendwie mal zwischendurch also 7-0 in der Liga. Da gab es ein 7-1, glaube ich, schon im Ligapokal. Jetzt das 7-2. Also Hinspiel auch, glaube ich, ziemlich, ich glaube, 5-1. Also ich glaube, es ist alles, gesagt er hier, klar, dass die gegen uns definitiv nichts zu melden haben. Alle vier Spiele ziemlich deutlich gewonnen. Abseits. Ederson, wie gesagt, der vorm Abschied steht. Der City verlassen wird. Wahrscheinlich sogar. City hat, wie gesagt, Ramsdale. Ich will immer die Ramsdale rein. Der hat sehr gut überzeugt im letzten Spiel. Er hat 5 Stück gegen mich kassiert. Oder insgesamt 13 gegen mich kassiert. Aber hat auch gute Partie gehabt und ich brauche einen guten Keeper. Okay. Aber das ist jetzt alles, wie gesagt, erstmal noch Zukunftsmusik. Wir werden noch ein paar neue Zugänge kaufen müssen. So, souverän bin ich noch, so gut bin ich noch nicht. Also so viel ist verbunden. Bellingham. Kommt aber auch nicht weiter. Spurs gegen Villa, das ist das nächste Spiel für die Spurs. Für uns ist es Leicester. Lorente, der Torschütze. Zum Smutzen. Nur der Gaston. Bellingham. Rashford. Schön vorbei am Verteidiger da. Rashford gegen Rodon. Drin. 8-2. 78. Die Spurs werden zerlegt. City steht im Finale, ganz sicher, im FA Cup Finale.
Holland. Holland. Dixer Treffer City. Luka Sujic. Dreierpack für den Serben. Ja, der sich ja wieder mit dem Trainer ein bisschen wieder zusammenschließt. Wie gesagt, der hat ja bei Utrecht angefangen. Ich habe ja von 8 Millionen zu Utrecht geholt. Sagst du dann für gutes Geld fürs Manchester City, der Trainer irgendwann hinterher. Und jetzt sind sie wieder zusammen in einer Truppe. Obwohl er zwischendurch mal wirklich eine Weile außen vor war. Ja, das geht ja eigentlich mehr oder weniger auch als Verkaufskandidat. Weil City natürlich ein bisschen Geld braucht und mal gucken, wie viel wir rauskriegen am Ende Finale, wenn wir alle Titel holen. Ederson zweimal wirklich gut gehalten. Sujic marschiert, marschiert und marschiert. Und macht. Der will den Trainer zeigen, der Trainer sitzt doch mal wieder ein bisschen mehr auf mich. Sujic. Haaland. Und. Irgendwas passiert immer. Egal. Und in diesem Moment steht Manchester City nun also im Finale. Das Finale ist erreicht. Der Traum vom Titel. Hausaufgabe. Erlebt. Und das. Manchester, Hauptsache Tottenham. Erledigt, brauche Hausaufgabe. Das Resultat drückt das deutlich aus, was wir heute gesehen haben. Und damit haben sie für mich die Favoritenrolle fürs Endspiel. Ich weiß gar nicht, gegen wen wir da spielen würden. Gegen Brentford. Gegen Brentford. Im Finale. Die haben Exeter ausgeschaltet. Jetzt sieht er ja vor, das Spiel Sieg in London. Bei Arsenal. Hier sind es wieder 1 Million. So, die Jungs mal ein bisschen loben. Und in der nächsten Folge ist dann Leicester dran. Ah, Liverpool hat wissen Arsenal überholt. Liegt aber daran, dass auch 2 Spiele mehr auf dem Konto haben. Beide Teams sind mit 7 Unentschieden. 24 Siege, 7 Unentschieden. So, ich gucke trotzdem auf Arsenal. Ich gehe mal aus, dass die beide Spiele gewinnen, dann hätten die nämlich 73. Das heißt, wir haben auch noch 2 Spiele nachholen. Dann wären wir bei plus 6, wenn wir nicht unsere gewinnen. Also momentan sind 12 Punkte. So rum ist es. Rechnen wir es so. Es sind 12 Punkte bei noch 6 ausstehenden Spielen. Das heißt, die Siege gegen Leicester jetzt noch, dann werden wir weiter, dann sind es nur noch 5. Ich denke, wenn wir Glück haben, können wir es tatsächlich in 2 Spielen jetzt klar machen. Weil jetzt kommt Leicester und Fulham. Na gut, ich bin raus heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, ob wir den Titel fast zumachen können. Bis dahin. Tschüss.